So, alle zusammen. Eine Woche vorher habe ich da das Ding bestellt. Jetzt ist es gekommen von England. Von England kommt das. UK. Eine Woche, okay, ist gut. Was habe ich bestellt? Ich habe das im Netz gesehen. Die schwarzen Masken, die man die Nase kann bearbeiten kann. Ich habe das Gefühl, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Es hat so geil ausgesehen, Mann. Und dann hat es einen Schneck gekostet. Und für den Bäufleiber habe ich da irgendwie... gerade mal zählen. Für 5 Franken habe ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ein Dutzend Pad, also 12 Mal kann ich mit Nase bearbeiten. Komm, lassen wir mal schauen, ob das wirklich etwas bringt, das nicht mein Name kommt. Aber ich glaube, ich muss mich zuerst noch rasch rasieren, weil ich will nicht, dass mir die Haare ausreißt. So, sieht das Teil aus, jetzt nimmt es mich doch einmal Wunder. So. Jetzt habe ich mich mal rasiert, natürlich noch rasch müssen schneiden, das gehört irgendwie dazu. Aber was soll's? Also, Bedienungsanleitung, ich meine, die Brille sowieso nicht an, aber ist alles auf Chinesisch oder irgendwie Japanisch, also, kannst du gerne mal schauen. Also, ich kann das nicht lesen. Also, nehme ich mal an, ich muss den Scheiß aufreißen. Und dann wird da irgendwie so eine komische Suppe rauskommen, die ich mir ins Gesicht streichen muss. Und dann trocknen, so wie ich das gesehen habe im Internet, in irgendeinem Film, keine Ahnung. Oh, Scheiße, das klappt noch gut. Ja, gut, nach dem 6. Open the door. Also, es schmeckt nach Lösungsmittel. Was ist jetzt da drin? Muss ich da... Ah, shit, also jetzt kommt das Suppe raus. Also, so wie ich das verstanden habe, muss ich jetzt das... So, okay. Da drin streichen, so. Okay, machen wir das einmal. Streichen, streichen. Ja, nämlich das Seich immer ausdrücken und so, ist einfach nicht cool. Das nimmt mich schon wunder. Wenn es mich da natürlich jetzt umhält. Was ich hoffe, dann weiss ich nachher, was ich mache. Aber take it easy, mach eins nach dem anderen. Was alles vertropft, ey, warte, du musst das Gesicht nicht in die Brünnen leinen. Boah, aber stinken dort. Boah, da kann ich gesund sein. Muss ich jetzt noch mehr drauf tun? Da habe ich noch keine Bedienungsanleitung. Nichts, nada. Und im Brünneli klebst du nachher auch. Also, anführen tut es nicht wirklich. Es ist einfach alles schwarz im Moment gerade. Alles schwarz. Scheiße. Und jetzt? Ah, jetzt habe ich zu viel verwischt. Ist der nur für die Nase? Tropft aber noch. Ja, Mann. Ihr merkt das, ich mache das jeden Tag so Zeugs. Ich habe voll die Übung. Ah, sieht cool aus, oder? Die ganzen Hände, alles voll. Irgendwie, ich hoffe, das lädt nachher wieder. Ich sollte jetzt aber noch fort. Irgendein Kosmetiker wird sich wahrscheinlich grau auf diesen Nöpfel lachen, wenn ich mir das als Scheich ins Gesicht streiche. Aber jetzt müssen wir das mal ausprobieren. Cool. Shit. Also, es hat noch Material. Schmieren wir das da drin. Da. Stinkt im Fall. Krass. Hey Sam, lieber Gruß, gell, wenn es etwas ist, schenkt er uns. Also jetzt habe ich gedacht, das ist scheiße gemacht. Das bringe ich nie mehr weg. Ah,
Abschied. Den wollte ich eigentlich auch noch. Wollen. Muss ich jetzt noch ein zweites Päckchen aufmachen? Ah, ich denke, viel zu viel genommen. Hä? Ich habe keine Ahnung, Mann. Steht da keine Bedienungsanleitung? Nichts. Nada. Einfach das japanische Zeugs. Muss ich nachher mit dem Föhn rechnen oder rechnet das alleine? Hey, ich will die Suppe nicht mehr, du sicher. Ich kann ja so nicht lösen, ist ja noch nicht so weit. Ah, Scheiße. Ich muss probieren, jetzt habe ich zu wenig da. Muss ich jetzt nice, aber ich kann doch keine Suppe machen. Was ist denn jetzt? Shit, du kommst nicht mehr rein. Dann machen wir nochmal zu zweit auf. Wirklich, ich kann alles vor zu verkleinern. Jetzt muss ich aber noch zwei zu machen. Shit. Pressieren. Ah, krass. Ich wollte ja jetzt die Stirn auch noch ausprobieren. Ups, das rechnet weiter. Oh, das fängt einfach kleben. Klebt es mir gerade den Mund zusammen. Hey. So, also haben wir gesagt, haben wir die Stirn auch noch gerade. Dann sind wir wieder mal sauber. Das nimmt mich wirklich Wunder. Ich bin voll gespannt auf die Seich. Das nervt mich seit Jahren. Hey, wenn das die Lösung ist, du Hammer. Hammer, du. Wenn das die Lösung ist, Hammer. Aber, also, ich hätte, glaube ich, ein bisschen weniger sollen dran tun sollen. Nicht gerade den ganzen Grind schwarz machen. Aber es... komm, was soll's? Ich schmiede, was soll's? Komm. Nachher kann der Doktor anrufen, um die Maske wegnehmen. Genau. Halloween lässt grüßen. Ich weiss jetzt schon, was ich an Halloween für eine Maske für ihn nehme. Ist ja der Stiebel. So, habe ich jetzt genug? Hey, ich glaube, ich muss schon ein bisschen Material drauf tun, sonst spritzt es nicht so viel. Hey, weh, die Scheiße lässt nicht mehr. Shit, was mache ich mit dem Trichter? Das kann wirklich, das kann nur mir passieren. Bin ich genug schwarz, aber jetzt muss ich das Zeugs rechnen. Das ist noch nicht trocken. Die Frage ist einfach, wie lange es da geht, bis da trocken ist. Ist das eine Frage von einer Stunde, oder? Ja, alle zusammen. Also, ich habe jetzt mal einen schwarzen Kopf. Jetzt lassen wir den schwarzen Kopf mal rechnen. Und dann schauen wir weiter. Das hauen wir fort. Da ist noch etwas drin. Ja. Schwarz. Ich hoffe, einfach das Brünneli bringen, wenn es sauber ist. Jetzt kommt es aber. Okay, das Brünneli ist wieder sauber, ist okay. Die Hände sind auch einigermaßen sauber. Also es ist irgendwie wenigstens wasserlöslich. Das stimmt mich schon mal. Also im Notfall kann ich duschen und dann würde ich das eigentlich irgendwie aus dem Gesicht rausbringen. Aber Halloween lässt grüßen, ne? Ist aber noch nicht trocken. Es ist wirklich noch nicht trocken. Habe ich zu wenig getroffen? Ja, weiß nicht. Ja, also ich lasse jetzt mal trocknen und dann mal schauen, weiter schauen. Boah, also zum Zweiten. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt zieht es mir alles zusammen. Jetzt bin ich rasch rausgegangen. Die Katze hat mich schon irgendwie angefaucht. Irgendwie hat sie mich nicht mehr gekannt. Es ist mega schräg. Es ist noch nicht ganz überall trocken, aber es fühlt sich an. So wie irgendwie, wie wenn das Gesicht komplett irgendwie so. Alles mehr. Also die Bewegungsfreiheit ist definitiv anders. Wirklich anders. Aber
Und ich bringe jetzt das, das ist genau da, wo ich denke, dann also bringe ich das eigentlich nicht mehr da. Da unten kann ich lösen, so, irgendwie. Okay. Spannend. Jetzt schnell gewesen, oder was? Oder habe ich zu wenig Draht da? Ich habe doch einfach zu wenig Draht da. Nein, noch ein bisschen da. Das ist ja voll krass, aber... Ja, aber da musst du viel mehr drauf tun. Ich habe doch nicht so sauber die Haut. Ah, da gibt es den einen oder zwei, habe ich gefunden. Oh. Also ich fühle mich gerade wie eine Schlange. Ah, shit. Ey, leck. Was läuft denn da? Ich habe das Gefühl, das hat mir mit Poren gefüllt. Oder habe ich einfach zu wenig drauf da? Ja, es zieht schon ein bisschen, aber so jetzt wirklich irgendwie. Also so wie die im Film, also da musst du wahrscheinlich irgendwie 20 Jahre nichts gemacht haben, dass das Sättige Seich vorkommt. Also da kommt jetzt nicht wirklich... Autsch! Also, wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Draht da. Aber ich habe mich mal gefühlt wie eine Schlange. Gut. Radikal Bedienungsanleitung. Da musst du einen Zentimeter Schicht drauf tun. Wirklich rechnen lassen. Und der. Also ich gehöre definitiv nicht zu den geduldigen Leuten. Darum muss es wahrscheinlich jemand ausprobieren, der ein bisschen mehr Geduld hat als ich. Aber ich bin immer noch am Hüten. Bin ich jetzt da mit dem schwarzen Klump irgendwie eine reinere Haut habe. Wenn ich euch... Ah, shit. Nicht wirklich sagen. Brille nicht an, aber ob da jetzt wirklich etwas rausgekommen ist. Ich glaube einfach jetzt wieder mal einen schwarzen Ring gehabt, das war wieder mal nötig. Und die Haare und... Ah, scheiss, Dreck. Ah. Also die Poren, die ich offen hatte, sind jetzt ganz sicher voll mit irgendwelchen schwarzen Zeug. Ah. Ich hoffe, das löst sich dann beim Duschen nochmal. Und ich kann... Nein.
Nichts, nada, nichts für die Füchse. Wirklich coole Werbung, aber der Seich ist für die Füchse. Aber definitiv für die Füchse. Also, lasst die 5 Stutz ein und geht lieber ein Bier saufen. Ich wünsche euch einen schönen. Ciao zusammen.